So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der dicke eine neue Folge. Pokémon Go, ne? Was hat das mit der Kapuze zu tun? Eigentlich nichts, nee. Hannes ist da, das ist Hannes. Moin. Guck dir das an, der ist jetzt gekommen, am Freitag, am 1.11., 1. November. Was habe ich da an? Das, was eigentlich ihm ist, aber kein Problem. Wir haben das Gleiche nochmal von Sarina für den Hannes. Halt das mal bitte fest mit beiden Händen, da muss ich nämlich noch was draufpacken. Wie er damit aussieht, das seht ihr dann am Raid. Es war nämlich Raid-Boss-Wechsel, Darkrai ist drin. Ich habe noch gar keinen Community-Raid gemacht. Da habe ich extra gewartet, bis Hannes da ist, dass wir Community-Raid machen. Dann, pass auf, habe ich ja hier noch dein Black Garlic extra für dich in der Damien Priest Edition. Und hier, das ist auch von Sarina, ist ja noch der Ruffy Ultra-Eistee mit Peach-Flavor und Ruffy drauf. Genau, das passt zu dem Poncho. Und dann hast du hier noch ein Ultra-Eistee, aber es ist auch Peach-Flavor. Ich hätte jetzt gedacht, es ist eine andere Sorte, aber es ist halt alles das Gleiche. Ja, geil. Dann ist hier dein Helm. Oh ja, der Helm. Den müssen wir ausprobieren noch. Den Helm, das ist ein Snack-Helm. Den habe ich noch mal geholt. Seitdem vergisst er immer bei mir. Weiß, aber den müssen wir unbedingt ausprobieren. Was wir auch vergessen haben, guck mal, was in dem Helm drin ist. Da ist deine Powerbank, die mir der Taxifahrer gebracht hat. Da fahren die Taxis, der Taxifahrer hin und her. Und hier habe ich noch eine leere Dose für dich. Die Hell, weil die fandest du irgendwie cool, dachte ich, oder so. Ja, falls du die mitnehmen möchtest oder falls er die abgeben möchte, weil es sind 25 Cent Pfand, dann kann er die ja mitnehmen. So. Er hat jetzt hier irgendwas hingestellt. Hier steht Schuldenbräu Winterbock. Hier steht Warsteiner Winterbier. Ich glaube, das erste Mal, dass wir kein Begrüßungsbier trinken, weil wir noch ein richtiges Tasting vor uns haben und der Fahrer kommt und auch zwei mitbringen möchte, das ist eigentlich schon wieder zu viel. Aber wie viel es ist, weiß ich nicht. Deswegen gehen wir jetzt erstmal zum Darkrai Raid. Und wie der Hannes aussieht, das seht ihr am Darkrai Raid. Ich war nämlich noch nie an der Arena, muss ich erstmal gucken, ob ich das überhaupt finde. Also bis gleich beim Darkrai Raid. So, da seht ihr jetzt, dass Hannes wieder mal in freier Wildbahn, einmal ohne Kapuze und einmal mit. Mit Kapuze. Mit, ach so, Hannes, wo bist du jetzt hin? So, das ist der Hannes. Vielen lieben Dank also an Sarina, dass der Hannes sich jetzt so gut tarnen kann. Und wir stehen jetzt hier eigentlich an der Arena. Wie gesagt, ich war hier noch nie. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, hier ist ein riesengroßer Spielplatz, richtig toll, richtig schöne Anlage, ne? Und hier gibt es auch richtig coole Schilder, aber die schlechte ist, es ist zu. Zu. Warum ist es zu? Vielleicht ist das Kindergarten, ein Seniorenheim mit Spielplatz, ich weiß es nicht, ist auf jeden Fall nicht zugänglich. Wahrscheinlich dürfte das auch gar keine Arena sein. Jetzt habe ich mich gefreut, endlich mal so ein cooler Spielplatz und dann ist er zu. Wir warten jetzt aber, dass der Darkrai Raid, also der ist schon auf, dass es 14 Uhr ist, dass wir den machen können und dann ab nach Hause, Fahrrad-Tastings, Hannes, die Welt zeigen, ihr wisst Bescheid. So, es ist jetzt 14 Uhr, ich schreibe mal kurz Go in die Gruppe, geh mit, jetzt steht wieder Raid-Details, konnten nicht abgerufen werden. Ja, der ist eh drin, der ist drin, wir nehmen nur das eine. Gehen jetzt hier auch rein. Wir haben uns die Leute auf jeden Fall eingetragen und abgespeichert, müssen jetzt hier rein. Matze, Pokehander, Bitzer, Schäfe, Kohlemann. Beim Kohlemann ist lustig, der ist einer, aber wenn ich Kohlemann schreibe, stehen dann immer vier Leute da, weil ich Kohlemann auch als Spitzname bei drei anderen Accounts habe. Das hier drüben, das ist Hannes. Das, was da so am Bild rumkratzt, da so ein bisschen. Ich kann euch ja kurz mal den Beitrag in der Raid-Gruppe zeigen, da haben wir das nämlich gepostet. Raids, zack, gehst du hier drauf. Jetzt musst du hier auf den Dings drücken. Dann siehst du, hier ist der Raid eingetragen und gepostet. Darkrai Community Raid für 14 Uhr. Wenn ihr nicht in der Raid-Gruppe seid, dann geht halt mal da rein. Da poste ich jeden Tag meinen täglichen Raid. Dann könnt ihr euch da eintragen, da ist mein Trainercode und dann kann ich euch einladen, dann könnt ihr mitmachen. Ansonsten gibt es meistens Raids für Zuschauer an den Wochenenden, also am Sonntag von 10 bis 12 Uhr. Ob wir das diesen Sonntag machen, muss ich mal gucken. Hier ist jetzt noch Shenaya, Rigget Fisto, Henry Niki und Ichtudomo. Einen könntest du sogar noch einladen, Hannes. Kannst du mal gucken, wer bei dir online ist so. Nehme ich mal den... Du kannst keine Einladung mehr versenden. Ich nehme den Alex. Wieso hast du schon versendet oder was? Wie du, ich habe doch nur 9 eingeladen, wieso darfst du nicht? Dann gehe ich jetzt hier drauf und habe Flex. Ach, na gut.
Flex. Ab 30 darf man, glaube ich, nicht mehr einladen. Da wird der Button grau. Und ab 10 kann ja eh keiner mehr in die Lobby reingehen. Das sind die zwei Unterschiede. Jetzt muss ich aber mal, muss die Kapuze doch abmachen. Sieht dünner aus. So, dünner. Mal gucken, ob der Rest klappt. Jetzt habe ich euch die Kontergrafik nicht gezeigt. Dakra ist Typ Unlicht. Ihr nehmt also Kampf. Kampf. Ich habe hier noch der Kampfdinger drin. Was nehmt ihr noch? Fee könnt ihr auch noch nehmen. Ja, ich habe hier eine Krypto Macho Mai Armee. Letztens habe ich den Saniel Dilling verarscht. Der hat gesagt, wir sind ja lucky. Er muss erst mal gucken, was er braucht. Irgendwas Legendäres. Ich habe gesagt, ja, ich kann dir ruhig ein Darkrai rüber tauschen. Da hat er gesagt, okay, vielleicht sowas. Da musste ich ihn erst mal korrigieren. Erstens ist Darkrai gar kein legendäres Pokémon, sondern ein mysteriöses. Und zweitens kann man es nicht tauschen. Das war ja das Gute damals, als ich Darkrai gehuntet habe mit dem Main, den es nicht mehr gibt. Ich musste 663 Darkrai-Raids selber machen, bis das 100er kam. Ich konnte nicht einfach mit dem Glücksfreund tauschen und hatte da vielleicht Erfolg, dass ich ein 100er Glücks bekommen habe. Ich musste 663 Darkrai-Raids machen, bis das 100er da war. Und das war viel wert. Das ist ja bei Deoxys auch so gewesen. Deoxys kannst du auch nicht tauschen. Da ein 100er zu haben, ist halt viel wert, wie bei Darkrai, nur dass Darkrai irgendwie cooler ist und effektiver, aber bei Deoxys hast du ja noch verschiedene Formen. Jetzt habe ich erzählt, der Kampf ist schon längst um, das ging richtig gut. Bitzer ist auch aufgestiegen zu Best Friends, hat er angekündigt, ist okay, ich mache jetzt kein Ei dafür an, das nehmen wir einfach so mit. Jetzt haben wir hier 20,85 und pass auf, damit ihr seht, wir sind gut vorbereitet, nicht nur Raid-Gruppe, wo man raiden kann, wir haben auch ein hier die Beiträge, also der Community-Tab auf dem Kanal. Da müsste eine Kontergrafik von Darkrai irgendwo sein. Hier, vor 4 Tagen, direkt zum Wechsel, habe ich die schon gepostet. Heute machen wir aber erst den Raid, weil Hannes da ist. Zusammen ist immer schöner. 21,36 wäre der 100er Wert. 26,71 der Wetter, der geboostete 100er Wert. Ansonsten, ja, sehe ich gerade, Käfer ist auch noch gut. Holt eure Käfer raus. Kann shiny sein. Jetzt habe ich wieder vergessen, meine Mega-Entwicklung anzumachen, um mehr XL-Bonbons zu kriegen. Ist es ein shiny? Nein. 21,16. Ist gut. Schon mal über 21. Wie viel hast du? 20,93. 20,93. Ich finde aber, der lässt sich mega schwer fangen. Da, der geht nämlich immer nach links. Und dann wieder nach rechts. Und dann curvst du und immer wenn du wirfst, ist er schon wieder weg. Aber ihr seht, einfach fabelhaft getroffen. Das heißt, ab jetzt stelle ich den Kreis nicht mehr ein. Ich gebe nur eine Beere. Ich warte, bis er angreift. Das ist kein Angriff. Das ist Ausweichen. Er ist wieder in der Mitte. Jetzt greift er an. Ich curve, werf drauf, treffe wieder einfach fabelhaft. Ich stelle den Kreis nicht mehr um. Ich warte, bis er rauskommt. Er bleibt drin. Das war eine gute Entscheidung. So, wir können noch kurz bewerten. 15 Angriff und dann haben wir 12 und 14. Ist okay, aber theoretisch könntet ihr, wenn ihr Darkrai eingebt, hier, ihr könntet alle Darkrai, die ihr habt, nehmen und verschicken, weil die alle schlecht sind. Ich habe damals, als er das erste Mal hier war, 26.10.23, ihr seht, auch zur Halloween-Zeit rum, habe ich schon eins mit 15, 12, 15 gehabt. Das fand ich gut. Das kam später, das kam gestern, am 31.10. Das ist alles nicht so toll. Hier ist sogar noch ein Shiny drin. Aber alles andere, was ihr nicht wollt, könntet ihr theoretisch verschicken. Ja? Manche sagen, ja, wir sammeln das, bis es hier wieder doppelte Bonbons gibt oder irgendwas. Aber wer Platz braucht, verschickt einfach eure Darkrai, weil ihr könnt die eh nicht tauschen. Mir reicht eins, mir reicht das Beste. Und hier, der hat 15 Angriff. Und der würde insgesamt höher kommen, aber ach komm, den haue ich auch weg. Weil den anderen habe ich schon gepusht. Ich würde alle meine Bonbons dann in den hier reinstecken und den irgendwann mal hochziehen. Da brauche ich aber noch 131 XL. Und 99.000 Staub. Ich bin jetzt bei 87.000. So, das war's. Der Darkrai Community Raid. Habt ihr schon Darkrai gemacht? Habt ihr ein Shiny? Hier ist Bitzer, beste Freunde, 150.000. Danke, Hannes. Guckt euch nochmal an, wie der Hannes aussieht. Wir müssen jetzt in den wichtigen Teil übergehen.
Den seht ihr aber dann in anderen Videos. 6 Shinies. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Euer 6 Ramses.